equipment and prepare accordingly before starting the investigation. CS2 ist ja schon mal geil. Irgendwie hat sie mein Spiel aufgehängt. Nicht mehr. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Und man kann am Kreuz sehen, wie oft schon Hand damit verändert wurde, ne? Möglich. Gefühlt hat das Kreuz in der letzten Zeit überhaupt keine Hand verhindert. So, wie sieht denn die Karte aus? Wo ist der Eingang? Ach du Scheiße. Also falls wir ohne Strom starten, müssen wir wirklich einmal komplett rum, ne? Okay. Und ich weiß nicht, ob wir von unten oder von oben reinkommen. Dann müssen wir, wenn wir reinkommen, müssen wir gleich gucken, ob wir die Treppe rechts neben uns haben. Dann ist der Sicherungskasten nämlich ganz links. Und wenn wir von oben kommen und die Treppe am anderen Ende des Flurs, ist der Sicherungskasten rechts von uns. Was nimmst du mit? Ein Kruzifix und den Reader. Ich habe bisher ein Thermometer. Ich überlege, was ich als zweites noch mitnehme. Vielleicht Geisterbox. Reagiert ja auch, wenn wir alleine sind. Wenn wir zusammen sind, ne? Wir könnten also theoretisch zusammenlaufen. Steht nichts anderes zumindest. Könnten also theoretisch zusammenlaufen und ich könnte trotzdem zwischendurch das Ding checken. Müssen wir halt nur abpassen, dass wir dann auch mal das Licht ausmachen. Du willst von hinten rein, oder? Ja. Okay, ich guck schon mal durchs Fenster. Ich versuche herauszufinden, ob ich die Treppe hier bei mir habe. Da direkt rechts von der Tür kein Fenster zu sehen ist, ist die Treppe wahrscheinlich hier vorne. Sind die Häuser jetzt immer random, oder was? Nein, ich habe die Karte nur lange nicht gespielt und weiß nicht, ob die Eingangstür auf der Karte oben oder unten war. Du bist jetzt so, dass wenn du rechts, du hast rechts gleich die Treppe neben dir. Also ich bin ready, sei wenn du reingehst. So, ich benutze erstmal das Thermometer. Soll ich gleich hochgehen dann, oder? Bist du, ja, sag, wenn du reingehst. Ja, ich wollte nur vorher abklären, wo ich hingehe, damit wir nicht dann anfangen. Du kannst gleich hochgehen, ja. Dann gehe ich jetzt rein. Und probiere einmal kurz den Lichtschalter. Wir haben Strom. Ja, geht. Okay, ich gehe hoch. Ist das nicht das Farmhaus, in dem wir so oft gestorben sind? Yep. Wir spielen da fortgeschritten, ne? Mhm, 2 Minuten. Ich hab die Knochen. Merkt ihr, wo er ist für ein Foto? Ich habe ein Mija-Brett. Ja. Soll ich es benutzen? Ja klar, frag, wo die nette Frau ist. Wo bist du? Ah, ich habe nette Lichteffekte gehabt. Bei mir. Ja, echt? Bei dir? MF3. Ja. Okay. Ja, hat die Tür zugemacht. Dann brauche ich das Mija-Brett ja nicht weiter bemühen hier. Müssen wir nur später nochmal ein Foto machen. Und zwar, wenn du unten reinkommst, Haupttür gerade weiterlaufen am Licht und dann rechts rum. Okay, ich komme mal direkt wieder runter. Wenn du nach oben gehst, also Ouija-Brett technisch, ne, falls du das Foto machen solltest, wenn du nach oben gehst, folg einfach den offenen Türen. Rechts durch die Tür und dann in den Raum, wo das Licht an ist. Ja, alles klar. So, was hattest du gesagt? Wo muss ich lang? Hier zu der Waschmaschine? Beim oder Licht gerade weiter und dann rechts. Hier zur Waschmaschine oder wo? Ja, kann sein, ja. 12 Grad. Oh, Steps und der hat die Tür bewegt. Cool. Dann mach ich mal Licht aus. Und Spiritbox an. Mach doch mal Licht aus. Bist du hier? Okay. Spiritbox ist schon mal ein Ja. Temperaturtechnisch tut sich in dem Raum noch nicht so viel.
Und ich würde sagen, Flucht vielleicht sogar nach oben, wa? Ja, ich bin auf jeden Fall auch gerade oben, ja. Hast du eine Fotokamera dabei? Ja. Cool. Ich weiß nicht, ob du das Ouija-Brett aktivieren musst, um zu fotografieren. Aber ich meine, du kannst ein Foto vom Ouija-Brett... Wo bist du? Ich meine, du kannst ein Foto vom Ouija-Brett machen und dann nochmal eins von der Interaktion, wenn er auf dem Ouija-Brett antwortet. Ich meine, da kannst du sogar zwei Dinger machen. Ich nehme meine Videokamera mit rein und checke gleich mal nach Fingerabdrücken. Ja. Drück mir die Daumen, dass ich nicht in der Jagd renne. Ach, ich hätte meine Sanity vielleicht checken sollen, wenn ich gerade drinnen war. Hab ich vergessen. Uiuiuiui. Ist schon ein bisschen belastend hier. Oh, hat die Tür zugemacht. Fingerabdrücke sind ein Ja. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich hau hier ab. An der Tür sind Fingerabdrücke. Willst du ein Foto machen? Ja, mach mal, halt mal hin. Da. Ja, da oben sehe ich keinen Fingerabdruck. Da, direkt an der Tür. Ja, da sehe ich einen. Hi! Er ist da gerade relativ lange erschienen, aber ich habe keine Fotokamera, ich konnte es nicht ausnutzen. Das ist auf jeden Fall alte Schrumpeldame mit Sichel in der Hand. Oh, meine Sanity ist auf 21%. Ich schmeiß mal Pillen ein. Du bist auf 50 übrigens. Ich bin tot. Ah, Schlampe, ey. Oh, war eine Jagd? Ich konnte mich nicht mehr verstecken. Direkt, die hat mich direkt vor dem Eingangsbereich geholt. Ich wollte gerade rauslaufen. Shit, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe okay. Ein paar Fotos gemacht von allen Sachen, die so vom Knochen noch. Und da ging die Jagd auf einmal los. Direkt, ich bin direkt an ihrer offenen Tür vorbei, die ja noch offen war, und da ging die Hand los. Keine Chance. Ich wollte weglaufen, aber keine Chance. Also Orb, Gefriertemperaturen oder Buch. Was haben wir denn jetzt alles schon? Geisterbox? Geisterbox und Fingerabdrücke haben wir. Ich muss noch mal rein, das ist scheiße. Ja, die neben Sidequests sind alle erledigt, aber ja. Mist. Achso, wie ist meine Sanity? Da muss ich mal gucken. Du bist ja gerade drauf gegangen. Ich kann dir meine sagen. Ich push mich jetzt noch für einen letzten Run einmal richtig auf mit der Sanity. Und geh da nochmal rein. Ein Buch hat's dir hingelegt, ne? Ja. Okay, Buch, Gefriertemperaturen oder Orbs. Das heißt, ich muss in das Zimmer Licht ausmachen, beziehungsweise ich muss... Ich nehme nochmal... Ja, das ist auf jeden Fall extrem aktiv, ne? Muss man schon mal sagen. Das Buch ist vollgeschrieben. Kannst du das sehen als Geist? Du kannst als Geist sehen, ja. Ist halt die Frage... Ja, gut. Also ich sehe es vollgeschrieben. Ich gehe nochmal kurz gucken. Das würde bedeuten Spirit. Sie steppt hier drin. Sie ist auf jeden Fall hier drin. Das Buch ist geschrieben, ja. Ich gehe raus, ne? Ja, klar. Du musst es abgeben dann. Okay. Erste Runde wieder Phasmo, gleich erstmal gerippt, ne? Mann. Ich finde das faszinierend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Geist das Buch nicht checken kann. Das macht's ja ein bisschen einfach. Ja. Also Spirit.
Es ist nicht eine einzige Aufgabe erfüllt. Also mein Wert war anscheinend dann nicht unter 25, okay? Nee, und der durchschnittliche das Kreuz direkt drin. Ja, was? Der durchschnittliche Wert, also von uns beiden. Achso, zusammengenommen. Da warst du wahrscheinlich zu hoch. Ja, wahrscheinlich. Also das Kreuz liegt direkt bei ihr drin, aber sie ist trotzdem losgelaufen zum Hand. Ja. Ich gucke, ob das schon aufgebraucht ist. Nein. Ziel 3 ist, hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Das Uff, hätte ja getriggert aber, werden. Ohne Scheiß. Das liegt perfekt, das Kreuz. Ach so, nee, tut es nicht. Doch, tut es. Aber ich sehe es nicht. Also ich hätte es aber reingeworfen. Es liegt direkt unter dem Buch. Na, Hand. Sie spielt gerade mit dem Licht da drin. Nee, sie spielt mit dem Licht, okay. Okay, gut. Spirit. Dann gebe ich mal ab, wa? Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Das hätte aber genauso gut nicht treffen können. Nice. Ja, alles gut. Kann passieren. Moment, du hast 90 Dollar gekriegt? Ja. Ich auch. Gesamte Zeit im Licht 49 Sekunden. Im Dunkeln 4 Minuten. Gesamte Zeit im Licht? Im Geistraum 1 Minute 25. Gesamte Zeit im Geistraum 40 Sekunden. Gesamte Zeit im Licht 4 Minuten 33. Okay. Anzahl der Geisterereignisse 2. Geisterjagden 1. Geisterinteraktion 19. Ja, die Türen, ne? Hab ich, ja, bam, genau. Bam, 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 ja. Bam, bam, bam. Und die Geisterereignisse habe ich, glaube ich, beide miterlebt. Ja, ich glaube, die hatte beide. Also eins habe ich auch miterlebt. Ne, die Jagd ist kein Ereignis. Ach so, okay. Sie ist einmal direkt in der Tür erschienen. Und dann ist sie nochmal erschienen und ist durch den Flur gestapft. Das waren, meine ich, zwei getrennte Ereignisse. Okay. Highschool, Farmhaus und Gefängnis. Wieder fortgeschritten, oder? Ja, wir können. Ja, dann lass das Farmhaus nochmal irgendwie machen. Es kann sein, dass das ein anderes ist. Ich weiß nicht, welches wir gerade hatten. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Räucherstäbchen kann man, glaube ich, auch einsetzen, um den Geist zu vertreiben, wenn er huntet. Okay. Zumindest irgendwo aufgeschnappt. Ob das wirklich stimmt, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren wollen. Wir können ja auch einmal auf Anfänger spielen und eine Challenge machen. Einzige erlaubte Lichtquelle sind Kerzen. Welche denn? nee, erstmal nicht. Mit wem anders gerne. Aber nicht für beide. Dafür sind wir zu abgefuckt in dem Spiel. Wir brauchen einen, der neu ist. Ich hab's gestern mit Saskia probiert, aber sie wollte nicht mitmachen. Ich bin da mit Kerze rumgelaufen. Und sie siehst du. Siehst du. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd, ist eine unserer Quests. Mark Smith ist der Geist, der nur reagiert auf Leute, die alleine sind. Eine Kerze soll er ausblasen und EMF, auf EMF erkannt werden. Ich hab mein EMF in der Hand. Ich nehm's Thermometer. Was ist denn mit dem? Achso, ich hab. Siehst du das? Warst du das? Die Pillen? Ja. Ja klar. Warum? So. Na, was soll ich denn noch mitnehmen? Ich habe EMF und Kreuz. Eigentlich hatten wir einen guten Start. Wir hatten mit dem Bücherbrett schon den Geisterraum und so. Es ist nicht das gleiche Haus, ne? Es ist das andere Farmhaus. Nee, ja. Wir haben mit dem Bücherbrett nicht den Geisterraum gefunden. Er hat mir ja nicht geantwortet, ja. Er hat mit dem Licht gespielt. Ja, aber dadurch, dass du ihn quasi gefragt hast, ist direkt neben mir, ich stand in dem Geisterraum drin, das EMF sofort angegangen, also so mit sofort Aktivität. Ach, ich hab nicht auf die Karte geguckt. Ich bin hinten ready.
Ich weiß nicht, wo der Stromkasten ist, aber ist egal. Soll ich wieder hochgehen, sobald ich die Möglichkeit finde? Ja. Ja, ja. Okay, ich gehe rein. Ich mache im Eingangsbereich, mache ich mal Licht an. Da hat die Treppe wieder direkt neben mir. Ich gehe hoch. Ach, es ist das mit dem Dachboden, ne? Ach du Scheiße. Bist du hier? Ich habe bis jetzt noch nichts. Ich auch nicht. Bist du hier? Ich hab die Knochen. Okay. Ich habe immer noch nichts. Bei mir war ein Step. Gutes Zeichen. Das könnte die Werkstatt sein, wo der Affe dich immer abgefuckt hat. Ja, hier ist Licht angegangen. Soll ich runterkommen? Ja, es scheint der Raum hier hinten zu sein. Die Werkstatt, also wenn du vom Wohnwagen guckst, links. Da. Direkt am Hintereingang? Am Seiteneingang. Na gut, das heißt auf jeden Fall, dass wir uns theoretisch oben verstecken können, ne? Bei einer Hand. Stand jetzt, ja. Das ist der Hintereingang, das heißt hier hinten irgendwo, ne? Von dir links. Durch die Küche durch von dir aus. Ja, ich gehe gerade durch die Küche. Hier hinten die Werk. Ne, hier ist ein Klo. Ja, hier habe ich 10 Grad. Es ist nicht hier hinten. Es ist vorne der Raum. Hier habe ich 6 Grad, 9 Grad. Hier ist er irgendwo. Bei dieser Tür. Weißt du mal, ein bisschen Stuff hier. Und da liegt das Buch und eine Videokamera. Bist du hier? Spirit Box ist ein Ja. Gut, dann legt man den anderen Krempel dahin. Ich bin dabei, bitte? ich bin dabei. Das ist das Kruzifix und das Buch. Das ist der vordere Raum, wo die Holzschalter sind und das, ne? Okay. Du bist auf 78% Sanity, alles gut. Bitte schreib in das Buch, wenn du würdest. Danke. EMF müssen wir noch haben, das ist Teil der Aufgabe. Ich nehme nochmal ein zweites Kruzifix mit und ein EMF. Da drin messen? Nein. Buch ist ja. Temperatur ist auf 3 Grad runter. EMF hat bis jetzt noch keinen Ausschlag gezeigt. So, aber wir haben Spirit Box und wir haben Geisterbuch. Das heißt Spirit, Dämon oder Oni. Und das heißt EMF, Gefriertemperaturen. Oder Fingerabdrücke. Hast du Fingerabdruckding dabei? Die UV-Lampe? Nein. Ich gehe sie mal holen. Ja. Ich trage erstmal kurz ein. Also, nochmal für mich kurz. Wir haben Fingerabdrück. Ne, wir haben. Wir haben Spirit Geisterbuch. Box und Geisterbuch. Okay. Das heißt, nach Orbs brauche ich gar nicht erst gucken. Die Kamera hätte ich mir sparen können. Konnte nur aber nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Der Himmel sieht geil aus irgendwie. Ja, hat was, ne? Cool würde ich finden, wenn das Spiel so einen Modus hätte, wo es irgendwie ja 4 Ghostbuster-Leute gibt und einen Spieler, der den Geist übernimmt. Das wäre auch cool.
Ja, wäre dann die Frage, wie genau das funktionieren soll. Weil wenn der Geist von einem Spieler gespielt wird, wie sammelst du denn dann die Beweise? Weil wenn der Spielergeist zum Beispiel weiß, ich bin ein Poltergeist und einfach nie irgendwas berührt. Naja, gut, okay, ja. Ja, klar. So, wir haben gar nicht mehr Stuff, was wir noch benutzen können, außer Räuchern vielleicht. Ja, das können wir im Zweifelsfall dann gleich mal machen. Um dafür Ich ein mach bisschen gleich mal, Ruhe zu ja. Wir müssen noch eine Hand sorgen. provozieren. Eine Kerze müssen wir, glaube ich, auspusten lassen, ne? Ich habe eine Kerze dabei. Ich meine, ich habe eine eingepackt. Okay, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht genau. Ich bin schon wieder im Haus. Ja, ich auch. Ich bin im Geisterraum. Guck mal, den Fingerabdrücken. Aber Fingerabdrücke, würde ich mal sagen, sind ein Nein. Ich gehe mal wieder raus. Ich lasse die UV-Lampe hier. Check noch mal kurz Temperatur. Keine Minustemperaturen. Chancen stehen dementsprechend Schade. gut, dass es EMF ist. Aber ich hole noch mal eine Kerze. Hallo. Bin der Feuergeist. Wow! 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 Haben wir im Shop noch ein Feuerzeug? Ja, haben wir. Aber der Feuergeist braucht auch ein Feuerzeug. Ich fände es total geil, wenn du jetzt einfach Taschenlampe und zwei Feuerzeuge in der Hand hättest. Wir müssen das auch mal wieder in einer größeren Truppe spielen. Ja, auf jeden Fall. Hast du Pillen geschluckt? Nee. Nee. Du bist Nimm nämlich an, noch. vielleicht würde uns dort freist die Kamera mit. Welche Kamera? Eine Videokamera, hier Dings, Apparat. Mist, ich hätte schwören können, ich hatte eine Kerze eingesteckt. Okay, Ist nicht dabei, ne? nee. Hast du den Knochen schon gefunden? Ja, da war er auch irgendwo unten. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ich bin zuerst reingegangen und links rumgegangen, da muss er irgendwo sein. Hab den relativ früh entdeckt, muss ich sagen. Okay, ich komme erstmal nach hinten und mache ein Foto von dem Buch. Ja. Und dann gucke ich nochmal wegen dem Knochen. Ja, ich komme mal mit. Wenn wir zusammen gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass er hantet. Ja, stimmt nicht. Okay, sorry. Aber der EMF schlägt gar nicht aus. Keiner von beiden. Gar nicht. Also es stimmt nicht bei dem Geist, der es potenziell jetzt noch sein kann. Spirit, Dämon und Oni ist es relativ egal. Es gibt ja einen Geist, der nur angreift, wenn man alleine ist. Shade oder Mare oder irgendwas war das. Ich gehe auch noch mal raus kurz. Fünf Grad. Es geht nicht ins Minus. Oben haben wir schon alles abgesucht, so an coolen Sachen. Ich gehe nochmal hoch, Ich ich gehe habe mal hoch. oben nicht viel geguckt. Ich war in zwei, drei Räumen drin und dann hast du Ja, gesagt, genau, hast du ich gehe mal Raum hoch, vielleicht gefunden. ist da ein Ouija-Brett oder sowas. Okay, also du bist hier rein und dann links rum, ja? Da war der Knochen. Nee, ich bin da hinten rein, wo wir jetzt gerade eigentlich waren. Der muss da, in der, ich weiß nicht mehr genau, wo der war, Mann, tut mir leid. Also hier bei der Küche bist du rein, ja? Nee, ja, genau, bei der Küche, ja. Richtung Geisterraum. Hier. Hier ist eine Puppe. Eine Voodoo-Puppe.
Geh nochmal kurz raus und check unsere Sanity. Lass den Fotoapparat an der Treppe unten liegen. Okay. Wie war das mit der Voodoo-Puppe? Die muss ich werfen? Wenn es denn eine Voodoo-Puppe ist, kannst du sie werfen und sie fliegt in Richtung des Geistes. Die ist gerade nirgendwo hingeflogen. Okay, du hast noch 80, ich habe noch 87%. Wir sind also ziemlich gut aufgestellt. Ich weiß gerade nicht, was ich noch machen soll. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Stuff im Truck, ne? Ja, also ich gehe davon aus, dass es das EMF ist. Ich kann ja nochmal nach Fingerabdrücken suchen. Die Gefriertemperaturen sind es anscheinend nicht. Das erscheint. Also ich habe jetzt die obere Etage komplett durchgesucht und bin jetzt gerade auf dem Dachboden und habe ich jetzt auch kein Ouija-Brett oder so an oder so. Ah, hier ist der Stromkasten. Wow. Stell dir mal vor, der Dachboden, der eh schon blöd ist als Raum, ist der Geisterraum und da ist der Stromkasten auch noch. Und dann einen aggressiven Geist, einen Dämon oder so. Mhm. War der Affe nicht auch im Stromkastenraum? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber da war der Stromkasten unten. Ich finde es erstaunlich, wie passiv unser Geist ist. Ja, der hat doch gar nichts gemacht. Die Oma ist richtig abgegangen. Und er hier zeigt sich ja nicht mal. Wo bist du gerade? Im Geisterraum. Ich suche hier gerade Lichtschalter. Es sind keine Fingerabdrücke. Es muss das EMF sein. Ich komme mit der Voodoo-Puppe nach hinten. Also zum Geisterraum. Aber außenrum. Hier. Hi. Okay. Zu schwach. Das muss ja der Raum hier sein. Wir haben ja hier auch die anderen Rückmeldungen gekriegt, ne? Aber wir kriegen so EMF-technisch kriegen wir gar nichts. Aber Fingerabdrücke sind auch nicht da und Gefriertemperaturen überhaupt nicht. Das ist im Prinzip. Geist ist aber auf jeden Fall da lang gegangen. Auf jeden Fall, also er hat auch ins Buch geschrieben. Ein Raten. Ich probiere noch mal was. Weiß nicht, ob die hier noch. Haben wir noch irgendwas im Truck? Den Namen des Geistes haben wir im Truck. Das stimmt, ja. Ich habe ihn nämlich leider vergessen. Der letzte Geist hieß Barbara, aber das bringt uns hier nichts. So, und wir haben das zu tun mit... So eins hatte ich vorhin in der Show auch. Mark Smith. Mark Smith. Gib uns Null, ein Zeichen. Mark? Ich habe Angst, ich möchte nicht sterben. Null Ausschlag. Mach, fick dich doch, Mark. Wie ist unsere Sanity? Ich bin, warum auch immer, bei 60 Sanity, du bist bei 80. Irgendwas scheint bei mir passiert zu sein. In meinem tiefsten inneren Herzen. Na gut, du warst bei 90 und ich war bei 67 und hab dann Pillen genommen. Das war dann also wieder bei 100, hat also einen kleinen Vorsprung. Wenn ich hier in der Falle gerade bin ich tot.
Das habe ich mir vorhin auch gedacht, dann ging die Hand los. Da muss ich mich in einem offenen Raum verstecken, richtig gut. Warst du das beim Licht? Wie beim Licht? Also hast du nicht Licht an ausgemacht, dann war das Marc. Mark! Das hier war genau, ich hab's doch genau vor Augen. Das war der Raum, wo du stehst einen Meter vor mir hinter der Tür. Die Tür geht zu, der Affe steht da. Und haltet. Das Kruzifix sieht auch noch völlig unverbraucht aus. Ja, meins auch, meins auch. Nee, ich glaube, mir fehlt eine Kante tatsächlich. Nee, ist noch voll. Mark, bist du hier, Mark? Okay, da hat gerade mein Licht hier geflackert. Immer noch keine Minustemperatur. Warte mal, dein Licht hat geflackert? Ja, meine Taschenlampe. Deine Taschenlampe? Ja, aber ich dachte, die Tür ist aufgeblieben. Aber ja, die hat definitiv geflackert. Kurz an, aus, safe, 100%. Okay, das war vielleicht eine versuchte Hand. Die das Kruzifix abgeblockt hat. Ja, also meins ist noch vollzählig. Obwohl er bei mir jetzt hier im Raum gerade Lichtschalter ausgemacht hat. Ja, deswegen bin ich gerade nochmal auf dem Weg zu dir. Ich will hier nochmal mit dem UV-Licht gucken. Ja, auf dem Lichtschalter hier links über dem blauen Sackkarren-Ding hier links gleich. Fingerabdrücke. Zählt das als Interaktion oder muss das UV-Licht dafür an sein? Fingerabdrücke ist fotografiert worden. Wunderbar. Interaktion haben wir schon eine. Knochen haben wir auch. Und zwar alles mit drei Sternen, das ist auch gut. Ein Geisterfoto fehlt noch. Ich weiß aber nicht, ob ich Lust habe, jetzt zu warten, bis Marc irgendwas macht. Wir haben zwei Kreuze liegen. Wir könnten theoretisch. Können wir es probieren? Bist du gerade beim Truck? Ja, du bist bei 70, ich bei 97. Ich habe auch Pillen genommen. Wir haben ja noch mehr Spielzeug. Marc Smith? Können wir mal ausprobieren. Gib uns ein Zeichen! Irgendwelche Reaktionen bei der Sanity oder dem Geisterwert? Ich bin schon wieder draußen, tut mir leid. Zumindest wissen wir, was du bist. Bastel den einmal an die Wand bitte, den anderen auch. Du hast nicht ausgemacht? Nee. Wo soll ich die denn einbauen? Ja, hier vorne irgendwo. Hier scheint der häufiger mal zu sein. Okay. Ja. Ich geh mal gucken. Achso. Hier, warte mal. Ich lass die Kamera mal hier. Falls sich was tut, während ich nicht da bin. Mark Smith! Versuch's mal mit dem anderen, mit V. Statt mit B. Mark Smith. Mark. So gut wie keine Reaktion. Wir sind auf 1 und wir bleiben auf 1. Wow. Das zählt übrigens. Das ist Garage da hinten, ne? Mark! Aha. Sieht für mich aus wie so ein Butcher Room. Okay, ich habe Geräuschausschlag gehabt eben. Der Bewegungsmelder ist angegangen. Ja, warst du das? Ich bin halt auch da, ne? Also.
Der Bewegungsmelder ist im Gang, also in dieser Gangverbindung zwischen den beiden. Okay, nee, da bin ich nicht gewesen. Dann war das Mark. Ja, aber EMF sagt auch halt gar nichts, ne? Der ist übrigens immer noch aktiv, der Bewegungsmelder. Immer noch? Anscheinend schon. Wenn hier halt losgeht, bin ich komplett im Arsch. Hier. Der Raum ist halt, diese Werkstatt da ist halt wirklich beschissen, ne? Und inwiefern ist das bitte schön eine Garage? Die hat überhaupt kein Tor, durch das man ein Auto fahren könnte. Ja, nicht mal im Ansatz, ne? Nicht mal von der Bauart. Mark! Ja, juckt ihn nicht, ich komme wieder zurück. Ja, ist überhaupt keine Reaktion. Wir sind aber auch noch auf 77% Sanity. Da ist ihm das alles ja noch relativ egal. Oben war ich jetzt schon überall. Oben ist auch gar nichts zu rumspielen oder so. Bewegungsmelder ist wieder angegangen. Ich weiß nicht. Na, ja, war gerade mal höchstens auf 3 oder so, oder 2 oder sowas. Ja. Der Bewegungsmelder wieder. Also er marschiert immer da fröhlich zwischen diesen beiden Räumen hin und her. Ja. Aber selbst da schlägt das EMF ja überhaupt nicht an, ne? Nee, gar nicht. Null. Was eigentlich auch nicht sein kann, weil selbst bei normaler Geistaktivität müsste es ausschlagen. Richtig. Sonst wäre es jetzt ziemlich wertlos. Weißt du, was ich spannend auf die finde? Kamera, die ich aufgestellt habe. Nee. Die Kameras springen ständig von 3 verfügbaren Kameras auf 4 und wieder zurück. Okay, und was ist mit der Kamera? Ach, nix. Keine Ahnung. Vielleicht zeigt er sich ja mal oder so. Manifestiert sich oder sowas. Da kam ein Kruzifix geflogen. Ich hab's heute reingelegt. Aktivität im Haus ist null. Marc, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ja, Tatsache. Dein Affenpapa war wesentlich aktiver. Ja. Der war crazy drauf. Der hat ja nur gehuntet. Nur. Ja, das war wirklich so. Wirklich alle 20 Sekunden, ne? Also ja. Absoluter Minimumabstand zwischen zwei Hands. Und dann bam, ein nach dem anderen. Rein ins Haus, Tür zu. Hand. Und das mehrmals hintereinander, ne? Soll ich ihn nochmal sagen? Okay, er war ziemlich ineffektiv beim Handen, aber. Ja, probier, ich habe auch schon mal 5. Kann natürlich Grund sein. EMF hat ausgelöst. EMF hat ausgelöst. Blöd, dass das jetzt auslöst, wo wir nicht da sind. Ja. Ach, der reagiert ja auch nur auf Leute, die alleine sind, ne? Schließt das EMF ja, vielleicht aber mit ein? Weil wir standen ja, als wir die Untersuchung gemacht haben. Naja, aber ich stand auch schon eine ganze Weile alleine. Ja. Also er ist immer noch am Hin- und Herlaufen. So, welches EMF hat ausgelöst? Weißt du das? Nope. Er scheint direkt im Bewegungsmelder drin zu stehen. Jetzt nicht mehr. Ach, das bist du. Hallo. Jetzt wieder. Das speichere ich jetzt aber nicht. Jetzt gehe ich durch. Nee. Ja, jetzt, das warst du. Das warst du, ja. Das war ich. Hör auf damit. Marky McMark?
Juckt die nicht. Doch, zwei. Zwei Aktivität, immerhin. Ja, ich habe jetzt beide EMFs in den Gang gelegt. Und die Reaktion ist einfach... Audiosensor sagt auch nichts. Irgendwas passiert bei dir. Er macht du was, also 4. Du fällst auf 37, ist er nicht. 38. Ja, Alles gut. Er hat mir eben in den Nacken gehaucht. Und das hintere EMF ist auf 3 ausgeschlagen. Also wir müssten die Quest jetzt eigentlich erledigt haben. Ja, haben wir auf jeden Fall. Ja, dann haben wir quasi alles getan, was wir jetzt so ohne weiteres tun können, ne? Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist, wir setzen uns beide irgendwo im Dunkeln ins Obergeschoss. Ja, das machen wir jetzt. Komm, provozieren Hand. Das machen wir jetzt noch. Dann sollten wir aber nicht zu weit vom Eingang weg sein, dass wir dann auch rauskommen, bevor dann die zweite Hand startet. Ne? Ja. Er ist hinten am anderen Ende vom Haus. Ja, er ist aber potenziell auch sehr schnell. Ich glaube, er flüsst aus. Mhm. Ich gehe hier in den Raum. Der Waschmaschine okay. Ist. Steck mich hinter der Waschmaschine. So, hier lösen wir jetzt eine Hand aus. Mark! Also, beziehungsweise die Hand löst er automatisch aus, wenn wir nur noch eine bestimmte Sanity haben. Das Problem ist, wenn wir im Dunkeln hocken, geht die Sanity schnell runter, aber dann sehen wir nicht, wann die Hand startet. Aber das Licht aus haben, ne? Ja, mach du mal deine Taschenlampe an. Ja. Ich habe mehr Sanity als du, dann tropp ich schneller runter. Meine Taschenlampe ist an. Dann kannst du sagen, wenn die Hand losgeht. Ich guck mir Marks schmutzige Wäsche an. Mark! Nach meinem Glück kommt er direkt hier in den Raum gelaufen. Nein, ich denke, er kommt sogar gar nicht hoch. Und wenn, dann kommt er zuerst in meinen Raum. Mark! Fünf Mark! Ich kann unseren Truck von hier sehen. Ich habe gerade nicht irgendwo reflektieren gesehen. Das wäre gruselig. Power Silk Expert. Wer benutzt denn schon die New Edition? Das neue Rezept ist doch scheiße. Alter, Mark, 4 Rollen Klopapier? Hey, ich sehe die ganze Zeit. Sechs Rollen Klopapier, Marc, du mieser Horder. Marc. Und dann müsste ich gerne noch Angst, diese Getränke. Todesangst, Angst, Jagd, Hand, Jetzt Hand, steht. Angst. Warum bewahrt er nicht alles Klopapier im gleichen Regal auf? In dem einen hat er 4 Rollen stehen und direkt gegenüber stehen nochmal 2. Angst, Mark. Pass auf, wenn wir jetzt dann irgendwann in 3-4 Minuten uns dazu entscheiden, runterzugehen, so nach dem Motto, ach komm, dann fängt die Hand an. Weißt du, was das größte Problem ist? Erzähl. Wir haben in seinem Scheißraum 2 Kruzifixe hingeschmissen. Ja, aber man sieht ja trotzdem, wenn der Hand losgeht. Ja, ich weiß aber nicht, ob das für das Achievement zählen würde oder ob wir jetzt quasi beide Kruzifixe aussitzen müssten. Nee, hoffe ich nicht. Also ich denke schon, dass es zählt. Mark, wo bist du, mein Held? Reicht das eigentlich, wenn einer von uns beiden eine Hand überlebt oder müssen wir quasi beide im Haus sein, damit wir beide die Mission geschafft haben? Ich weiß nicht, wie sie formuliert ist. Ich denke, einer würde reichen. Direkte Axt in der Wand. Cool. Also Marc ist kein guter Gastgeber, ne? Nee, ehrlich nicht. Bisschen langweilig hier auf der Party. Er hat original 2-mal das komplett gleiche Set Klamotten. Einmal auf dem Fußboden und einmal im Regal liegen.
Ich will die ganze Zeit die Eiste aus der Wand sehen, mit der er seinen Spiegel eingeschlagen hat, aber... In dem Regal liegt das Set gleich zweimal und einmal liegt es nochmal neben dem Trockner. Ja, never change a running system. Er weiß, es funktioniert für die Ladies und von daher. Wäre natürlich super cool, wenn das jetzt auch der kleine Affe wäre. Der nackte, schwarze, verbrannte Affe. Okay, und raus hier. Der ist doch ganz schön nah gekommen, oder? Ich glaube, der war direkt vor meiner Tür. Er hat unten in der Tür neben uns, zwischen uns, muss er zugemacht haben. Also aufgemacht haben. Was denkst du? Warte kurz, bevor du reingehst. Sanity von uns beiden? Unter 20. Ich sag 17 und 13. Du 13. Nice. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd, ist als Ziel nicht abgehakt. Bitte was? Heißt das, er muss mich wirklich einmal sehen und dann muss ich ihm noch irgendwie entkommen? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, bis auf eine Geisterart kannst du das bei jedem Geist machen. Aber das finde ich auch dämlich. Im Endeffekt sind wir mir entkommen, während er geerntet ist. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass ich die Aufgabe noch machen will. Okay, wir haben Spirit, ja? Dann lass abgeben. Dein Bewegungsmelder hat wieder ausgeschlagen. Oh, er war gerade da. Er war gerade da. Ich habe eigentlich nochmal Bock hinzugehen, muss ich sagen. Ja, dann geh doch nochmal. Ich bin auf Sanity 0, das heißt, er müsste relativ... Ach, jetzt hast du Pillen eingeschmissen, ne? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, er müsste relativ schnell jagen. Vielleicht kannst du nochmal versuchen, ihm zu entkommen. Nee, danke. Hier. Schlampe. Brauche ich nicht. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Hier, schluck das. Ich bin gesund. Ja. Ich bin völlig gesund. Nimm mal lieber dein Ibuprofen. Also, ich habe eingetragen, Spirit. Ja, okay. Wir haben noch kein Foto von ihm, ne? Ja, komm, dann los, dann lass du mal hingehen. Scheiß drauf. Wo ist die Kamera? Hier. Eine Eingangstür, Treppe. Hast du sie dabei? Ja, ja. Bist du drin? Ja, war ich gerade kurz. Ich bin immer noch drin. Ich mach gerade hinten die beiden Türen wieder auf. Na, ich stehe vorne an der Eingangstür. In der Hoffnung, dass er mich bei einer Jagd vielleicht mit dem Schließen der Tür rausdrückt und ansonsten kann ich schnell nach oben fliehen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob wenn ich mit im Haus bin oder nicht, weil ich habe ja nur Sanity.
Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit meiner Null Sanity direkt im Geisterraum stehen. Ich habe ein Foto gemacht von unserem Bruder. Nur ein 2-Sterne-Foto, wo auch immer. Relativ weit weg war. Das ist der Affe, oder? Nee. Mark! Ja, komm, ich will nicht schon wieder sterben. 77%. Das ist doch ein Top-Foto hier. Also wenn du möchtest, gerne, aber ich habe keinen Bock nochmal zu rippen. Einmal reicht. Ja, du Schlampe. Danke. Kostenlos schmecken sie am besten. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Hörst du sie auch mit dir sprechen? Ja, Mama. Weißt du, was ich geil finde? 0%, 100%, Durchschnitt 52. Ja. Ja, gerade war 99 und 0 und 52. Es ist so befreiend, keine Sanity zu haben. Löst dich von den... von was auch immer. Ja, von was? Du verstehst mich einfach nicht. Komm, Einhorn, wir gehen. So, hast du eingeloggt? Ja. Dann schreib ins Buch. Bäh. Ich kann die Taschenlampe nicht aufnehmen, wahrscheinlich weil ich noch eine in der Hand habe. Was passiert, wenn ich die jetzt hochfahre? Fallen die Taschenlampen in den Truck oder bleiben sie draußen liegen? Liegen auf der Lampe. Letzteres. Ich bin gespannt. Die Antwort sehen Sie in der nächsten Folge von... Dun, 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 dun. Und tschüss. Das war jetzt irgendwie nicht so spektakulär, wie ich erwartet hatte. Nee, weil der Geist auch lame war. Nee, ich meine das mit die den Oma Taschenlampen. War krasser drauf. Was? 110! Die Oma hat uns geholt, $90 und wir kriegen es hier durch. 110. Wegen der Fotos. Anzahl der Geisterinteraktion. Moment, Gesamtzeit im Geisterraum 3 Minuten 52? Was? Tja. Zwei Geisterereignisse? Ich hab noch ein. Wir hatten nur eins, oder? Ach nee, also Quatsch. Nein. Er ist dir eben erschienen das Foto gemacht und er hat mir vorhin ja in den Nacken gehaucht. Ja. Anzahl der Geisterinteraktionen 41. Willst du mich verarschen? Das glaubst du doch im Leben nicht. Hat er immer die gleiche Flasche hin und her gekullert oder was? Keine Ahnung. Vielleicht jedes Mal, wenn er durch den Bewegungssensor durch ist. Kann sein. Unglaublich.